Lausch, warte! Kannst du glauben, sind die Geschichten von Ringel, sie sind so wunderbar. Abenteuer hat er uns zu berichten, hört gut her, sie sind alle wahr. Ringel und Hörnchen, Molly und Ähnchen machen viel Mist auf der Radio. Gefährlich und herrlich, das ist ein Spaß für jedermann. Gibt es ein Geheimnis zu entdecken, dann ist Ringel sogleich dabei. Oh, Schwarze! Auch ein Hindernis kann ihn nicht erschrecken, Ringel ist unser Sonnenschein. Siehst du seine Augen aufblitzen, fällt ihm wieder was Neues ein. Ringel hat den Schalk im Nacken sitzen, er kann ihm da schon böse sein. Ringel und Hörnchen, Molly und Ähnchen machen viel Mist auf der Alufarm. Gefährlich und herrlich, das ist ein Spaß für jedermann. Oh, warte! Unsere Freunde sind am Träumen von Abenteuern, die sind famos. Sie ziehen aus, um nichts zu versäumen. Oh, bei unseren Freunden ist immer was los. Marsch, Marsch, raus mit euch. Keine Widerrede. Manu, das ist gemein. Ich war gerade im zweiten Level. Quatsch mit Soße. Gar nicht wahr. Außerdem war ich dran. Kinder, ihr braucht frische Luft und etwas Bewegung. Ihr sitzt schon den ganzen Morgen an diesem Videospiel. Können wir dann vielleicht Fernsehen? Eine DVD wäre auch okay. Nein. Ach, Mama. Immer verbietest du uns alles. Na, was du nicht sagst. Langweilig. Du bist dran, Vater. Viel Spaß mit den Rackern. Sie ist weg. Nichts wie rein. Super, wir können weiterspielen. Oder Fernsehen. Super. Aber ich krieg die Fernbedienung. Kommt nicht in die Tüte. Oh. Verflixt, sie hat abgeschlossen. Kuckuck. Hey, er hat den Schlüssel. Opa ist der Beste. Achtung, dreiköpfige Bande will den Opa angreifen. Opa geht in den Stoffflug. Bitte. Jetzt gib uns schon endlich den Schlüssel. Opa setzt zur Landung an und hoch. Papa. Das Fahrgestell ist etwas eingerostet. Als ich noch ein Jungschwein war in Irland auf dem Raluhof, da bin ich wie ein Weltmeister geflogen. Das könnt ihr mir glauben. Das war eine doppelstrahlige XKG-57 mit Blecheimer-Turbo. Hier spricht Pilot Ringel. Alles gescheckt und in Ordnung. Roger, Dodger, over, Opa. Und los geht's. Fertig zum Start. Bodenkontrolle. Pilot Ringel, könnte ich vielleicht die Bodenkontrolle sein? Ich glaube, ich werde seekrank. Ich meine Luftkrank. Schön festhalten, Bodenkontrolle. Und ab geht die Post. Und jetzt mache ich uns mal ein bisschen Feuer unterm Hintern. Was? Es brennt. Wo denn? Was ist das für ein Gras? Das hat überhaupt keinen Geschmack. Da fehlt Salz und vielleicht eine Prise Oregano. Brüder und Schwestern, wir grasen hier auf einer miserablen Weide. Hey, wisst ihr was? Na, was frage ich euch überhaupt? Folgt mir einfach, klar? Diese Kinder sind ständig am Futtern. Das ist bestimmt ein tolles Zeug. Und sie müssen es nicht mal mit ihren Zähnen aus dem Boden rupfen. Ihr wollt doch nicht etwa zufällig etwas von meinem Apfelkuchen? Hey, sperrt schon mal eure Mäuler auf, Leute. Gleich gibt's mächtig was zu spachteln. Oh. Hey, starker Pfiff. Warst du das Löttchen? Aber wie kriegst du deine Klauen zum Pfeifen ins Maul? Auschwarte.
Soll ich dir mal was sagen? Ich könnte den ganzen Kuchen samt Teller essen, Mami. Ich glaube, ich muss noch ein Stück davon kosten. Nur um sicher zu gehen, dass der andere Kuchen genauso lecker ist. Ach, dass du auch nie genug kriegen kannst, du Schlingel. Der ist fürs Abendessen. Von mir aus kann das Abendessen jetzt losgehen. Dafür ist es noch etwas zu früh. Bleib doch mal ruhig, ich will doch nur mal gucken. Einen Blick in Ehren kann niemand verwehren. Sie hat gesagt, er ist fürs Abendessen. Und bis dahin ist es noch eine ganze Weile hin. Und außerdem... Nur mal angucken. Naja, also schön, aber nicht dran schlecken, klar? Also meine Nase sagt mir, und ich habe wohl die größte Nase von uns allen, dass an diesem Kuchen zu wenig, naja, Zucker dran ist. Ich finde, er riecht super. Ja, schon. Und wenn Mami nun den Zucker vergessen hat, stellt euch mal vor, ein Kuchen ohne Zucker. Das wäre ja sowas von fürchterlich. Oh je, sie würde sagen, oh Schwarte, würde sie sagen. Niemals wieder kann ich auf den Markt gehen, ohne dass mich die anderen auslachen werden. Ich habe nicht genügend Zucker an meinen Kuchen getan. Fürchterlich. Und deshalb denke ich, dass ich kosten sollte. Nur um sicher zu gehen. Und? Naja, vielleicht sollte man eine zweite Meinung einholen. Du hast recht, Ringel. Es wäre eine Schande für deine Mami, wenn im Kuchen nicht genügend Zucker wäre. Glaubst du, dass deine Mutter etwas merken wird, Ringel? Nur wenn sie genauer hinsieht. Heilige Entenwurzel, was haben wir getan? Was haben wir angerichtet? Das ist eine Katastrophe! Eine tatsächliche Katastrophe! Wir werden einen gewaltigen Ärger kriegen, jawohl! Oh, da fällt mir ein, ich muss sofort nach Hause. Ich muss mich waschen und so. Hey, nicht so hastig, Hörnchen. Du verpasst den ganzen Spaß. Spaß? Von wegen. Deine Mutter wird uns garantiert die Hölle heiß machen. Sie wird einen herrlichen, heißen Apfelkuchen vorfinden. Du redest wirres Zeug, Ringel. Wir haben gerade die ganze Kuchenfüllung weggeputzt. Und jetzt backen wir eben einen neuen. Oh. Wir wollen selber backen, aber wie? Das kann doch nicht so schwer sein. Dazu brauchen wir nur ein paar Äpfel und solche Sachen. An die Arbeit. Hey, Ringel, warte, Augenblick. Ich weiß, wo es super tolle Äpfel gibt. Runter, runter. Genau so. Und halt. Ah, das ist Musik für meine Nase. Ach, du dickes Wollknäuel, die haben ja alles weggemampft. Das ist gemein, aber das lasse ich mir nicht bieten. Lasst mich runter, Jungs. Falsche Richtung! Ich will Kuchen essen und diese Kinder sind meine Essensmarke. Würde jemand Löckchen vielleicht sagen, dass er etwas vorsichtiger sein soll? Der Welt. Glaube ich jedenfalls. Also
Also die zweitbesten Äpfel der Welt würden mir schon reichen, Jungs. Hey, den Obstgarten kenne ich. Mein Onkel hat mir einmal erzählt, dass dieser Obstgarten voller zauberhafter Feen ist und von einem geheimnisvollen, bösen Untier vor Fremden geschützt wird. Ein riesiges, fusseliges Ding. Es schnaubt ganz fürchterlich. Und sein Atem ist so heiß wie Feuer. Du hast recht, Hörnchen. Der Baum hier ist genau richtig. Ich hab's fast geschafft. Warte, Hörnchen, ich spring doch die ganze Zeit. Wieso atmest du dann so schwer? Und warum schnaufst du so? Und wieso hast du so einen Ziegenbart? Schon ein größeres und gefährlicheres Untier kommen, um uns von unseren Äpfeln zu verjagen. Stimmt's, Leute? Stimmt. Stimmt. Also ich bleib lieber hier und pass auf Molly auf. Sie ist noch zu jung, um sich mit so einem fiesen Untier anzulegen. Das ist doch kein Untier, du Schnatterente. Das ist nur ein alter Ziegenbock. Ein ganz schön böser alter Ziegenbock. Deswegen werde ich hier bleiben und auf dich aufpassen, damit dir nichts passiert. Auf ihr mit Gebrüll! Ja! 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 Du machst uns keine Angst! Ja. Hier war, um auf dich aufzupassen, nicht wahr, Molly? Komm! Wir brauchen deine Hilfe, Entje. Aber... Du wirst doch wohl keine Angst haben. Angst? Ich? Das kannst du vergessen. Ha! Ich lach mich krank! Ich hab Angst. Geflutscht. Entschuldigung. Moment mal, Opa. Augenblick. Du willst uns weismachen, dass der Ziegenbock euch alle drei in die Luft geschleudert hat? In einem Ziegenbock-Kostüm? Na, hört mal. Sehe ich etwa so aus, als hätte ich mir die Geschichte aus den Klauen gesogen? Hat dir der Podex wehgetan? Und wie? Ich habe noch heute hin und wieder Schmerzen in meinem Allerwertesten. Und habt ihr nun genügend Äpfel für den Kuchen zusammengekriegt, Opa? Oh, ja, das haben wir. Obwohl es gar nicht so einfach war. Aber das war es auch wert. Er hat es geschafft. Ihr habt die Äpfel. Na dann nichts wie weg. Machen wir einen neuen Kuchen, bevor uns der Ziegenbart nochmal erwischt, hä? Na los, Jungs, weg hier, ab durch die Mitte. Psst. Hey, Kumpel. Hallo, mein Hübscher. Du stehst auf diese Äpfel, hm? Und was ist mit Apfelkuchen? Die Krümel würden dir sicher am Bart hängen bleiben, aber mit einem kleinen Kamm kriegst du die alle mal wieder raus.
Verstehe, du hast zu tun. Ziegenzeugs oder so, nicht? Schon klar. Was du heute kannst besorgen, das verziege nicht auf morgen. Entschuldige bitte. Ich hole mir nur schnell ein paar von deinen Äpfeln und schwupps bin ich wieder weg. Ist das in Ordnung? Wow, Wahnsinn! Die sind sowas von gut. Einfach spitze. Meine Zunge klatscht vor Freude in die Klauen. Was für ein Aroma! Was für ein Bouquet! Das ist köstlich oberlecker! Wie die Wilden rannten wir mit unseren Äpfeln zurück zum Haus. Meine Mutter war noch in der Stadt. Also hatten wir die ganze Küche für uns. So, die Äpfel haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch Eier, Milch und Zucker für den Kuchen. Und das Mehl? Antje, du besorgst Eier. Mhm, dann hole ich das Mehl. Gut, und du besorgst die Milch. Oh, klar, verstehe. Milch. Soll ich jetzt das Mehl holen oder nicht? Na klar, Molly. Aber erst hilfst du Hörnchen, die Milch zu besorgen. Ich hole Zucker. Und dann treffen wir uns wieder hier. Mami wird garantiert nicht merken, wenn eine kleine Tasse Zucker aus dem Zuckersack fehlt. Ah! So, also Zucker hätten wir. Und jetzt fehlt noch... Ringel? Ich hab die Eier und die Milch ist auch schon da. Hast du den Zucker besorgt, Ringel? Wo steckst du? Super. Echt gute Arbeit, Leute. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Zucker? Einen Eimer? Das ist Milchhörnchen und Eier. Und Mehl. Na dann, machen wir uns an die Äpfel. Hallo, Böckchen. Du willst nicht zufällig diese leckeren Äpfel? Ach du großer Ochsenschwanz, deine Mutter kommt. Und was sollen wir jetzt machen? Oh, deine Mutter wird ausrasten, Ringel. Plan B. Molly, du gehst raus und lenkst Mami ab, klar? Wir machen hier sauber, wie Captain Sauber von der Sauberbrigade an einem wirklich sauberen Saubermachtag. Alles klar, Ringel. Oh, Mami, da bist du ja endlich wieder. Ich wohne doch schließlich hier. Hast du etwa gedacht, ich komme nicht wieder? Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Wenn du willst, kann ich dir das Alphabet aufsagen. Jetzt nicht, mein Schnuckelchen. Ich hab zu tun. A, B, G, K, 2, H. Ich kann das schon wunderbar. Schneller, 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 schneller. Molly kann sie nicht ewig beschäftigen. Molly laden. Igitt, Igitt, Manu, sieht euch das mal an. Pfui-Spinne. Was soll denn das? Molly. Oh. 6 und J und T und U. Ich kann noch mehr, also hör mir gut zu. Ah, Ringel! Der Kuchen! Der Kuchen! Ringel, du bist der Größte. Man muss sich nur was einfallen lassen. Was ist jetzt? Kriegst du es hin? Voila! Apfelkuchen à la Ringel. Perfekt! S, R, T und Q und... Ich muss jetzt die Sachen reinbringen, Schneckchen. Das war nicht meine Idee.
erzählt. Hörnchen, du solltest mehr in die Sonne gehen. Du bist ja blass wie ein Bäckerbursche. Na sowas, ihr seid ja alle drei so blass. Wisst ihr, was ihr braucht? Ein kleines Stück von meinem Apfelkuchen. Aber der ist wir können ruhig bis zum Abendessen warten. Papalapap, das habt ihr euch redlich verdient. Jeder Bissen dieses Kuchens schmeckte wie der große Zeh eines Ochsenfrosches. Aber stellt euch vor, wir haben ihn gegessen. Bis auf den letzten Bissen. Oh, Kinder, wenn ich nur daran denke, dreht sich mir der Magen um. Wie eklig. Ja, das kannst du laut sagen. Aber wir hatten jede Menge Spaß mit diesem Ziegenbock. Und wir haben den ganzen Tag weder Videospiele gespielt, noch ferngesehen. Wow. Unglaublich. Kann man sich schwer vorstellen. Mama ist zurück. Unser Videospiel. Ich will Fernsehen. Wartet, Kinder. Hey, lasst euren alten Opa eine Runde mitspielen, einverstanden? Oder macht ihr euch Sorgen, weil euer alter Großvater Level 10 schon geknackt hat und ihr Anfänger immer noch bei Level 3 festhängt? Ich meine, ich könnte euch ja ein paar kleine Tipps geben. Okay. Cool. Ich fang an. Nein, Großvater fängt an. Was wollen wir überhaupt spielen?